Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 29. Oktober 2014. Mein Name ist Norbert Gieso mit dem astrologischen Wetterbericht von der Ostseeküste, wie in einem Kommentar so nett zu lesen war. Natürlich die astrologischen Konstellationen für alle Orte. Ja, heute haben wir den ganzen Tag den Mond im Zeichen Steinbock. Ich hatte da gestern schon ein paar Worte zu gesagt. Das Zeichen Steinbock, das dritte Erdzeichen im Tierkreis, hat sehr viel mit dem Thema Verantwortung zu tun. Vor allem mit dem Bereich Selbstverantwortung. Wenn wir etwas tiefer in die spirituellen Gesetzmäßigkeiten eintauchen, werden wir feststellen, dass die Gegebenheiten in unserem Leben, dazu gehören auch essentielle Krisen, in gewisser Weise von uns selbst hergestellt werden, auch wenn wir oftmals die Ursachen für die Wirkung, die wir erfahren, nicht erkennen können, weil die lange zurückliegen oder im Unbewussten. Und es gilt halt für die Dinge in meinem Leben Verantwortung zu übernehmen. Andererseits bin ich in der totalen Abhängigkeit, denn wenn ich die Verantwortung auf andere schiebe, Politik, Wetter, mein Partner, meine Eltern etc., dann gebe ich die Verantwortung sozusagen ab und kann im Grunde auch nichts ändern. Wenn ich aber erkenne, dass vor allem die Art und Weise, wie ich auf die Dinge reagiere, in meiner Verantwortung liegt, dann habe ich auch die Möglichkeit, hier etwas zu verändern, die Lage anzunehmen. Und das ist eigentlich oft der erste Schritt, tatsächlich anders mit den Dingen umgehen zu können. Bei vielen Dingen können wir das sicherlich nachvollziehen, weil wir tatsächlich herausfinden können, dass wir oftmals selber die Entscheidung getroffen haben, die dann zu einem bestimmten Ereignis geführt haben. Sprich, in den meisten Fällen in Deutschland sagen wir selber Ja zu unserem Partner und haben dann eben dann auch mit den Dingen, die mit dieser Partnerschaft kommen, zu tun. Wir selber sagen Ja zu einem bestimmten Mietvertrag und haben dann die Wohnung oder das Haus mit den Dingen, die wir sozusagen verantwortet haben. Der Mond im Steinbock ist hier gerade über Pluto rüber, wie man sehen kann, und wird heute noch einige Aspekte machen. Um kurz vor 11 steht der Mond im Quadrat zu Uranus. Das kann jetzt so eine gewisse Hektik oder Unruhe anzeigen, die eigentlich gar nicht nötig wäre, aber oft aus unserem Inneren kommt, weil wir die vielleicht manchmal starren Abläufe gerne verändert hätten. Heute Abend um 6:30 dann der Mond aus dem Steinbock im Quadrat zu Merkur in der Waage. Da gilt es halt, vielleicht einem Impuls zu setzen, folgen wir mehr dem, was andere uns sagen, oder folgen wir unserer eigenen Stimme. Da kann so ein gewisser Konflikt dann liegen, darin liegen heute Abend. Morgen am Nachmittag um 14.53 Uhr schließlich wechselt dann der Mond in den Wassermann, also auch morgen früh noch Mond Steinbock, wechselt der Mond in den Wassermann, in das Luftzeichen Wassermann, dann geht es vielmehr auch um sich lösen von starren Strukturen, um ein größeres Freiheitsgefühl, und aus dem Wassermann heraus wird es dann in der Nacht zum Freitag zum zunehmenden Halbmond zwischen dem Mond im Wassermann und der Sonne im Skorpion kommen. Das erkläre ich dann aber morgen. Bis dahin, alles Liebe, einen schönen Tag und tschüss.